und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und unser neuer Zug für die Linie S3 fährt gerade in Floridsdorf ein. Wir haben ja in der letzten Folge diesen CityJet hier gekauft und das passt doch perfekt, wie er sich gerade nach Floridsdorf bewegt. Gut, wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, nachdem wir von der Brünnerstraße Richtung Strebersdorf verlängert haben, dass wir hier in Strebersdorf schon einiges gut gemacht haben und hier ordentlich gebaut haben. Das Einzige, das ich jetzt noch ein bisschen verändern möchte, ist, und zwar ist es, dass wir hier noch Signale brauchen. Und zwar will ich hier noch dieses Signal haben. Genau, hier brauche ich noch dieses Signal. Das hat folgenden Grund. Wenn nämlich der Expresszug kommt oder der Zug, der hier durchfährt durch den Bahnhof Strebersdorf und eine S-Bahn auch drin ist, dann hat die S-Bahn natürlich Nachrang, weil der Zug dank dieser Signalregelung ja dann so geschalten ist, dass er von hier, von dem Durchfahrtsgleis, bis hier vor den Signalabschnitt blockiert und unsere S-Bahnen immer hier aufgehalten werden müssen. Aber wir bauen heute weiter. Jetzt habe ich wieder genug erklärt, was ich mir so vorstelle. Jetzt hätte ich gerne weitergebaut. Jetzt gehen wir auf 160er Gleise. Und gehen da gerne mal so ein bisschen gedreht rüber. Noch ein wenig gedreht rüber. Und da sind sie parallel. Sich teilen, nämlich so. Hier machen wir das auch. Da gehen wir noch ein Stück parallel mit. Das gefällt mir so irgendwie nicht. Ja, dann lassen wir das so, das passt schon. Hier machen wir dasselbe wieder mit Blocksignalen. Nämlich hier und hier. Und hier brauchen wir dieses Signal. Können wir aber gerne das 30 km/h Signal nehmen, weil er eh nicht schneller fährt. Passt. Dann gehen wir darüber. Ich schaue nur ganz kurz, wie wir das am besten machen. Warum stehst du jetzt da hier so lange? Kein Weg elektrisch? Was verpasst? Der fährt in den Bahnhof ein und kommt nicht weiter. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich die Gleise gerade gemacht habe. Das bringt die Züge offensichtlich ein bisschen durcheinander. Ist nicht so tragisch. Dann machen wir da jetzt mal weiter. Das darf gern so aussehen, das darf gern so aussehen. Da müssen wir auch unbedingt noch die Signale machen. So hätte ich da gerne wieder Hauptsignal, Hauptsignal. Das brauche ich auch in die Richtung und da vorne haben wir das eh schon gelöst, so wie ich das gerne hätte. Und jetzt machen wir halt da ganz einfach den Bahnhof Biesamberg hin. Und das wird so ein kleiner alter Bahnhof. Und zwar würde ich da gerne den alten Bahnhof nehmen. Wo haben wir ihn denn? Genau den da. Zweigleisig, 160 Meter. Standardgleise, Oberleitung, ja. Dann drehen wir dich. Schließen dich hier an. Dann nehmen wir wieder die 160er Gleise. Kurze Kontrolle. Ja, passt. Ab hier ist alles 160. Wobei, nein.
wir hier nochmal ganz kurz nur die 120er nehmen. 120 mit 50 Metern. Die brauche ich hier auf diesem Abschnitt. Ist es 160? Einfach weil es cooler aussieht. Hätte ich hier noch gern diese Tafel hier mit 160. Genau, und hier haben wir ja gesagt 120. Genau. Ja. Das passt. 160, 160. Nur hier müssen wir ihm sagen, hey, mein Freund, ab sofort ist hier nur mehr 120 angesagt. Das stellen wir ihm hier hin. Und dann gibt es ja da so einen Vorankündiger, ein Ankündigungssignal, und dieses Ankündigungssignal stellen wir hier hin. Ich hoffe, dass das so eigentlich richtig ist, was ich da tue. Ich weiß nicht. Aber theoretisch ja, weil er ja hier dann weiß, ah, da vorne wird es dann, oder beim nächsten Signal wird es dann 120. So stelle ich mir das vor. Also an alle, die Eisenbahnexperten sind, sorry, wenn ich da jetzt was falsch gemacht habe, aber ich stelle mir einfach vor, dass das so schon stimmen wird. Dafür stellen wir hier, stellen wir ihnen dann das 100, oh, gibt es gar nicht 100 mehr, dann lassen wir das so. Stellen wir das dann nochmal hin. So. Hier noch ein 120er. Passt. Gefällt mir. Gut, und wenn wir schon bei so viel Detailbau sind, wie ich immer sage, dann möchte ich gerne noch was machen. Und zwar möchte ich, dass nur hier 100 gefahren wird. Hier hätte ich gern 100. Und hier nur mehr überall 80. Na, hier darf er schon noch seine 100 haben. Ja, hier noch alles 100. Und hier alles 80. 80. Ab hier dann auch 100. Ja, ab hier 100. 100. 100. Und da das ein Einzelgleis ist, da kann ich jetzt gar nichts machen. Da hält er die Geschwindigkeit, die er für richtig hält. Und ich glaube, das ist Standard 160. Na gut, dann hat er halt hier das Teil, wo er 160 fahren. Dafür wird er wieder runtergedrosselt. Und innerhalb dieses Teils hier natürlich nur mehr 60 erlaubt. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Ah, aber wir wollten ja heute da weitermachen. Und das tun wir jetzt natürlich auch. Sonst kommen wir wieder nicht zu irgendetwas. Den möchte ich schon noch ein bisschen konfigurieren, und zwar darf der da nicht so viel Gebäude haben, er kriegt dann nur sowas, und die Dächer nehme ich ihm auch weg. So, nee, das ist nicht Kloster Neuburg-Weidling. Wie heißt du? Kloster Neuburg-Weidling? Drüben ist doch Kloster Neuburg-Weidling. Witzig. Du bist Isamberg. So, und was brauchen wir natürlich jetzt? Natürlich auch einen Berg, damit das Ganze, damit man sagen kann, Name ist Programm. Und zwar
gehen wir da mal ordentlich rauf. Dass mir das gleich so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Sieht gar nicht so schlecht aus. Da möchte ich auch noch ein bisschen hochgehen. Nicht zu hügelig, aber doch ein bisschen hügeliger. Das glätten wir dann gleich wieder aus. Hier müssen wir auf jeden Fall noch. So, und jetzt da glätten wir hier. Vielleicht, wenn wir das kleiner machen, kriegen wir das schöner hin. Ah, da müssen wir schon ordentlich groß machen und dann ordentlich drauf bleiben mit der Maus da ordentlich drüber radieren, dann kriegen wir das eventuell hin, so wie ich das gern hätte. Bei Cities Skylines gibt es ja so eine Terraforming-Pinsel-Mod-Funktion, sag ich jetzt mal, wo ich sagen kann, von dieser Höhe auf diese Höhe und dann ziehe ich runter und der macht selbst eine schöne ebene Fläche. Das würde dem Spiel noch fehlen, aber ist wie immer meckern auf hohem Niveau. Das Spiel ist eh schon grenzgenial. Übrigens, ich habe heute im Transport Fever Net Forum gelesen, dass Tom.io, die Leute, die ihn kennen, bei Urban Games sich zurückgezogen hat. Der war ja der Community Manager bei Urban Games und hat selbst einen wahnsinnig guten YouTube-Kanal. Und der hat aber gesagt, dass da demnächst eine große Überraschung kommt oder eine große Mod noch kommt, die uns alle überraschen wird. Ich bin schon gespannt. Und ich freue mich schon riesig, wenn die neue Mod kommt. Beziehungsweise die neue, dass der neue Patch kommt, nicht eine neue Mod, sondern der neue Patch kommt. Ja. Könnte ein bisschen bergiger sein, aber das tun wir noch ein bisschen abflachen da. Fällt mir nämlich so gar nicht. Ja, das geht schon rein als Bisamberg, oder? Fast höher als der Kalmberg. Das Ding ist wirklich fast höher als der Kalmberg. Das geht gar nicht. Oder wir machen den Kalmberg und den Leopoldsberg ein bisschen höher. Ich setze mich da jetzt mal oben rauf und schau mal runter. Ich glaube, wir müssen den Kalmberg und den Leopoldsberg ein bisschen höher machen. Das machen wir dann in einer anderen Folge, wenn ich mich da wieder mal auf diese Seite beschäftige. Aber bitte, wenn man hier oben steht und für alle, die schon mal am Leopoldsberg gestanden sind, ein Wiedererkennungswert ist gegeben. Fürs Erste. Gut. Gehen wir da wieder rüber. Und ich sage immer, ein Wiedererkennungswert soll da sein. Kein Schönbau und kein Nachbau, sondern nur so ein bisschen Detailbau mit Wiedererkennungswert. So. Und den Rest malen wir jetzt ganz einfach an. Ja, nicht Gras geschnitten, dann nehmen wir Gras dunkelgrün. Letzte Größe. Ja, so ein paar so Brocken dürfen drinnen sein. Was fehlt noch? Richtig, Wald. Ganz viel Wald. Den machen wir jetzt gleich. Dann nehmen wir alles aus den Red Delicious, die Föhren, die Haselnuss, die Azalee-Bäume. Ja, das darf gerne groß, am größten sein. Auf dem Bisamberg herum. Vor einigen Jahren, der Bisamberg hatte ja zwei Sendemasten, die haben es vor einigen Jahren runtergesprengt. Wirklich runtergesprengt, das ist jetzt nicht übertrieben. Und
deswegen bin ich irgendwie auch froh, dass die jetzt nicht mehr da sind, weil sonst hätte ich dasselbe Problem wie am Kallenberg, dass es noch keine Sender gibt oder so Sendemasten gibt, die man setzen kann. Und ein Windrad will ich dort jetzt ehrlich gesagt nicht draufsetzen. Aber vielleicht kommen bald irgendwann so Sendemasten. Dann setze ich natürlich sofort einen am Kallenberg rüber. Gut, der Bisamberg ist, ja, ordentlich eingewaldet. Können wir ruhig so lassen, da ziehen wir noch ein bisschen so rüber. Da drüben fängt dann eh bald das Waldviertel an und da werden wir viel mehr Bäume brauchen. Oder werden wir dann vermehrt die Föhren setzen, weil das ein bisschen mehr Charakter hat dann für dieses ganze Zeug. So, kurze Überlegung. Ja. So. 160 km/h 50 Meter und dann bauen wir da weiter. Dann machen wir den nächsten großen Bahnhof und das ist natürlich, jetzt muss ich da wieder schauen, dass ich das da wegkriege. Beziehungsweise da muss ich es wegkriegen. So, mit meinem Sessel da ein bisschen neu nachrutschen. Ich bin gerade ein bisschen mit meinem Sessel verrutscht. Da schneiden wir durch die Landschaft. Ah, jetzt haben wir wieder dieselbe Höhe da. Ja, ist egal, dann machen wir das so. Das terraformen wir gleich wieder retour. Und das Donauufer werde ich auch noch neu machen, aber das mache ich dann wieder offscreen. So sein. Das darf da gerne so sein. Der Ausläufer des Bisambergs. Können wir ein bisschen kleiner machen. Drüber. Ah, das will ich ehrlich gesagt, ja, das können wir ruhig so machen. Das darf gerne so aussehen, das machen wir noch so. Das machen wir noch zu. So sein, das darf gern so sein. Dieses Gehügel hier, das lassen wir. Das glätten wir noch schön aus. Im besten Fall müssen wir dann noch einmal ein bisschen Hand anlegen, denn da oben hin, dann mal ob ich es finde, wenn ich es finde, dann ist gut, wenn ich es nicht finde, muss ich das auch schauen, dass ich das mir offscreen anschaue und dann bauen wir es in einer Live-Folge. Gut, ich habe da diese das ist das, das ist das. Haben wir da irgendwas, was aussieht wie eine Burg? Da soll nämlich die Burg Kreuzenstein raufkommen und... Aber es gibt, glaube ich, Burgen. Es gibt zumindest diese Mod, wo ich Burgen bauen kann, soviel ich mich erinnern kann.
schade, dass es keine fertigen Burgen gibt. Oder gibt es welche und ich weiß es einfach nicht? Na, dann setze ich da jetzt nicht drauf. Das war von mir jetzt nur so ein Experiment. Gut, wir wollen aber heute keine Burgen bauen. Wir wollen noch ein bisschen was mit den Gleisen machen. Und ich hätte gerne hier... Oh, da kommt der Zug dann da so. Ich hätte gerne hier... Wo sind wir denn da? Hier den Bahnhof Karneuburg. Und der Bahnhof Karneuburg ist ein modernerer Bahnhof, der wurde renoviert oder der wurde erneuert. Ich meine, mittlerweile ist er sicher auch schon in die Jahre gekommen. Aber da hätte ich gern das hier. Viergleisig, 160 Meter. Ja, darf gerne ein großes Main Building haben. Aber nicht das. Das machen wir dann selber gleich. Hochgeschwindigkeit. Ah, lass mal Standard. Drehen wir das gute Stück. Setzen das Teil dahin. Wobei, eigentlich könnten wir das mal kurz wegreißen und wir bauen den neu und sagen, wir machen dich 240 Meter lang. So. Und du heißt nicht Höflein an der Donau, sondern du heißt Karneuburg. Aber ohne großen O. So. Und dann hätte ich gerne hier eine Straße ohne Busspur, ohne Tramgleise. So. Und weil wir es können, hätte ich da gern eine kleine Stadt, aktuell ohne Industrien. Und du setzt dich hier hin. Das ist nicht Leasing, sondern das ist Karneuburg. So. Dann machen wir die Gleise hier. Du kommst weg. Aber das passt mir eigentlich schon so. Na schau, das habe ich aber gut gebastelt, oder? So, nochmal linkes Gleis. Hier dran. Das Gleis hier und ziemlich weit da vorne. Ich gern, dass du dich teilst. Genauso wie hier. Da nach vorne gehst. Und das hätte ich gern so. Warum? Machst du das mit? Es ist mir ehrlich gesagt egal, oder? Genau, so lassen wir das. Und schließen wir dich hier an. Und hier müssen wir das auch gleich machen. Nämlich brauchen wir hier vor allem mal wieder die 120 km/h 50 Meter, die am äußeren Gleis sich wohlfühlen. So. Das bleibt so und dann nehmen wir das 60 km/h 50 Meter
Hier. Und hier. Jetzt haben wir ein Autosave drin. War nicht möglich, weil wahrscheinlich das Autosave reingepfuscht hat. Mal schauen, dass ich das ungefähr wieder gleich. So hätte ich dich gern. Dann machen wir hier wieder überall Doppelkreuzungsweichen hin. So. Und theoretisch müsste das jetzt mit den Geschwindigkeiten passen. Genau. Hier nehmen wir wieder die Signale. Du kommst hier hin und... Das müssen wir anders machen, sonst sehe ich das nicht. Hauptsignal. Du kommst hier hin, du kommst hier hin, dann kommst du hier hin. Da müssen wir ein bisschen malen. Das möchte ich auf jeden Fall dicht haben. Der Bahnhof ist quasi neu gebaut. Da darf noch nicht so viel Grünzeug sein. Jetzt wird ja alles erneuert. Offscreen einen ordentlichen Schönbau, also Detailschönbau. Ja, für mich selbst den Schönbau betreiben, das quasi Detailbau, das mache ich offscreen. Ist das Ganze ein bisschen besser, dann und wir nicht so langwierige Folgen bekommen. Hauptsignal, Hauptsignal. Blocksignal. Und da vorne. Die andere Richtung raus, schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. Gut, Korneuburg auch ans Netz angeschlossen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, dass ich hier noch ein bisschen Asphalt nehme, aber bitte den helleren. Kann gern das Quadrat sein. Ein größeres Quadrat, bitte. Und volle Stärke, bitte, danke. Mal hier an und dann drehe ich dich da mal ganz kurz. Ja, das würde gerne so sein. Und kleiner. Dann hätte ich nochmal Ballast. Dann möchte ich da nochmal drüber. So. Dann passt das. Korneuburg. Jetzt noch ein Dach. Die kriegen ein modernes Dach. Die kriegen ein schönes Dach, kriegen die. Und zwar würde ich ihnen gerne das sogar spendieren. So und so. Was sind das? Da und da, jetzt hätte ich gerne nur die flachen Teile. Noch ein anderes Bahnhofsgebäude. Wobei, das können sie eigentlich behalten. Wenn sie schon diesen modernen Bahnhof haben, dann dürfen sie auch das moderne Ding haben. Allerdings, was ich machen möchte, ist, ich würde gern... Das ist das Hohe. Ah nein, Passagiergebäude. Da hätte ich gerne... Das hier. Ja, da steht nämlich nicht Hauptbahnhof oder Train Station drauf, sondern das einfach nur das. Ich hoffe, dass bald irgendwann einmal die Assets kommen mit den ÖBB-Würfeln und mit den ÖBB-Zeichen. Dann können wir da auch noch ein bisschen Hand anlegen und uns unseren eigenen ÖBB-Bahnhof damit zusammenbasteln. Jetzt brauche ich noch einmal das Terraforming-Tool. Dann will ich das hier noch ausgleichen hier.
Das darf da gern so aussehen. Und hier muss ich auch noch was machen. Das habe ich ja ganz vergessen. Hier kommt noch ein Sträßchen rein. Gerne das hier. Und dann brauchen wir noch eine Stadt. Die machen wir winzig. Die kommt hier hin. Und das ist nicht Josefstadt, Stadt, sondern das ist Bisamberg. So. Dann haben wir die beiden auch. Und wie sich das Ganze zukünftig verändert, schauen wir sich in der nächsten Folge an. Jetzt verlängern wir noch die Linie. Und zwar von Strebersdorf fährst du weiter nach Bisamberg, weiter nach Korneuburg, zurück nach Bisamberg, wieder nach Strebersdorf, Brennerstraße. Und von der Brennerstraße Richtung Floridsdorf. Das sieht gut aus. Hier macht er beinahe das, was er soll, denn in Strebersdorf kommend nimmst du Gleis 1. Hier hast du nur eine Möglichkeit, die nutzt du richtig aus. Und hier sollst du dasselbe machen wie vorhin in Strebersdorf. Du nimmst mir bitte das erste Gleis und fährst aber dann von Korneuburg kommend hier vorbei. Genau. Dann kannst du dich gleich an deine neue Strecke gewöhnen. Was haben wir da jetzt noch für Geschwindigkeiten eingestellt? Da haben wir gesagt 120, 120, 60, wenn er das so macht. Das heißt, ich muss hier noch einen 120er hinsetzen. Okay, das geht wirklich nur so. Aber da weiß ich ja gleich, wo ich sie finde, nämlich hier. Da kommt ein 120er her. Ja, da darf auch eins sein. Darf hier stehen. Wie gesagt, egal ob es richtig ist oder nicht, das haben wir und dann lassen wir die Zeit laufen. Mit den zwei Zügen sollte das ja eigentlich gleich klappen, weil der fährt jetzt einmal nach Floridsdorf und der müsste theoretisch schon weiterfahren. Und mit dem Bild dieser beiden Züge werde ich mich von dir verabschieden. Oder Bisamberg, wunderschön. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2. Servus.